Von der FPÖ ist Dagmar Belakovic. Natürlich auch die Regierungsparteien tun. Herr Kollege Kucher, die SPÖ war immer und überall dabei. Und weil Sie ja aus Kärnten sind, möchte ich schon darauf hinweisen, es war die SPÖ, der SPÖ-Landeshauptmann in Ihrem Heimatbundesland, nämlich ein gewisser Peter Kaiser, der wollte die Bevölkerung dahingehend spalten, dass er gelbe Bändchen für die einen hatte und für die anderen nicht. Dass man gleich erkennt, wer ist denn geimpft und wer ist nicht geimpft. Das ist eine Politik, die ist abzulehnen, meine Damen und Herren. Diese Spaltungspolitik, die haben wir nicht gebraucht. Und die hat den Spalt in die Bevölkerung hineingebracht. Da haben Sie mitgemacht bis zum Schluss. Und Sie waren in erster Reihe dabei bei dieser Einführung der Impfpflicht. Und meine Damen und Herren, und die Problematik ist, ja, das Impfpflichtgesetz an und für sich ist abgeschafft. Aber viele Bürger haben immer noch Angst, weil sie den Druck spüren. Aus den Unternehmen heraus, vom Chef heraus, der teilweise sagt, naja, bei uns muss schon geimpft sein, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb. Und genau diesen Druck, den wollen die Bürger nicht mehr. Und darum sagen sie ja, sie gehen nicht mehr auffrischen. Und darum werden die Zahlen auch immer weniger. Selbst das große Vorbild Biden hat gesagt, die Pandemie ist vorbei. Nur in Österreich hält man offensichtlich daran fest, in manchen Bereichen. Und da könnt ihr auch, lieber Kollege Kucher, gleich an den Wiener Bürgermeister sagen, also auf der ganzen Welt ist die Pandemie vorbei, nur in der Wiener U-Bahn, da findet sie offensichtlich immer noch statt. Da werden die Bürgerinnen und Bürger, die Fahrgäste, gequält mit der Maske. Und wenn man von den Bundesländern reinfährt, dann wird durchgesagt an der Stadtgrenze, sehr geehrte Fahrgäste, und jetzt befinden wir uns in Wien, und da ist FFP2-Maskenpflicht. Bitte könnte man das einmal dem Bürgermeister sagen, das braucht man nicht. Ich fahre von Innsbruck nach Wien ohne Maske und an der Stadtgrenze soll man eine aufsetzen. Diese Logik erschließt sich niemandem mehr in diesem Land, meine Damen und Herren. Aber nur, dass man uns nicht falsch versteht. Die ÖVP war es, die mit ihrer Spaltung begonnen hat. Es war der damalige Bundeskanzler, der in internen Sitzungen gesagt hat, wir müssen den Leuten mehr Angst machen. Und dann ist er rausgegangen und hat gesagt, 100.000 Tote wird es geben und jeder wird jemanden kennen. Und dann hat es gegeben einen Innenminister, Karl Nehammer, der da oben gestanden ist und gesagt hat, ja, diese Lebensgefährder, die sich nicht an die Maßnahmen halten, gemeint hat er damit alte Frauen, die sich beim Spazierengehen auf die Parkbank gesetzt hat. Das war die ÖVP. Sie haben die Bundesgärten in Wien für die Leute gesperrt, sie haben die Leute in den Wohnungen eingesperrt. Das war alles ÖVP-Politik. So haben sie begonnen und sie haben diesen Druck aufgebaut, bis sie dann am Aachensee im November erklärt haben, jetzt kommt sie, die Impfpflicht. Da sind sie alle gestanden, anfangen vom Tiroler Landeshauptmann, vom Herrn Platter, der es verkündet hat, voll Freude. Heute weiß er es nicht mehr, heute ist er auch, nie wollte sie haben. Eigentlich wollte sie eh keiner haben, aber gemacht habt ihr es alle, meine Damen. Meine Damen und Herren. Und genau diesen Druck und diesen Spalt, den habt ihr gelebt. Und sie leben ihn heute noch weiter, weil genau in Tirol viele Dienstleistungsbetriebe, Hoteliers ihrem Personal nahelegen, lasst dich auffrischen. Und weil der Kollege Hörl nickt, ein Wort zu Ihnen, Herr Kollege. Sie machen weiter Druck und Angst bei der Bevölkerung. Sie stellen sich hin und sagen, wenn ihr uns nicht wählt, dann werdet ihr euch wundern, weil uns gehört die Diva, uns gehört die Hypothese. Tirol. Uns gehört die Wohnbauförderung. Herr Kollege Hörl, liebe Tirolerinnen und Tiroler, lasst euch nicht von dem Kollegen Hörl unter Druck setzen. Die Hypo-Tirol gehört nicht der ÖVP. Die Hypo-Tirol gehört den Tirolerinnen und Tiroler. Und lesen Sie sich mal durch, was die in ihrem Leitbild haben. Da steht drinnen die Hypo-Tirol. Die versteht sich als Partner des Landes Tirol. Und im Mittelpunkt steht der Mensch. Von ÖVP steht da kein Wort, Herr Kollege Hörl. Und bei der DIVAG, da steht auch nichts von der ÖVP drin. Da steht, durch einen sicheren Strom, Gas und Wärmeversorgung wollen wir die Lebensqualität der Tiroler sicherstellen. Da steht nichts von ÖVP drinnen, Herr Kollege Hörl. Auch das gehört den Tirolerinnen und Tirolern und nicht der Österreichischen Volkspartei. Genauso wie die Wohnbauförderungen, das sind die Steuergelder. Die sind dazu da, um leistbaren Wohnraum für die Tirolerinnen und Tiroler zu schaffen. Und das gehört nicht Ihnen, das gehört nicht der
ÖVP. Das gehört den Tirolerinnen und Tirolern. Machen Sie das nur weiter so, meine Damen und Herren, liebe Wählerinnen und Wähler in Tirol. Sie haben am Sonntag die Chance, sich von genau solchen Leuten zu befreien. Das ist eine historische Chance, die ÖVP einmal dort hinzusetzen, wo sie hingehört, in Opposition. Die glauben nämlich tatsächlich, ihnen gehört das Land Tirol und ihnen gehört diese Republik. Daher das Kreuz bitte am Sonntag bei der FPÖ, bei der Freiheitlichen Partei mit Markus Aperzka, damit auch Tirol frei wird. Dagmar Belakovic kritisiert die Corona-Politik der Bundesregierung, die ÖVP und die Zustimmung der SPÖ zum Großteil der Corona-Maßnahmen der Regierung.